tausenden Kinderbüchern aufgewachsen und fand es immer am allerfaszinierendsten, was man mit diesen 26 Buchstaben des Alphabets einfach machen kann. Die Welt organisch übersetzen und neu erschaffen, das habe ich immer geliebt. Heute lese ich gerne Hertha Müller, Christoph Ransmeyer, Alice Munro, alte Medizinbücher, historische Reiseberichte, Schmuddelheftchen vom Flohmarkt und immer wieder auch meine alten Kinder- und Bilderbücher von früher. Ich empfehle sehr den Katzenkönig Mautzenberger. Da lernt man erstaunlich viel über Gewittermaschinen und das Glück. Wenn ich schreibe, fühle ich mich ja viel weniger, als würde ich schreiben, aber viel mehr, als würde ich auf einer Tastatur komponieren, bis alles klingt. Schreiben ist nicht einsam. Die ganze Welt ist mein Beruf, das ist ziemlich angenehm, da hat man eine große Bandbreite. Man ist vielleicht alleine, aber nicht einsam und das ist ja was anderes. Ich mag die Widerständigkeiten und die Paradoxien, das Obskure, das ein bisschen Dunkle. Und alle Geschichten, die man Hand von Körpern erzählen kann, so wie Altern, Liebe, Abschied, Tod, Wachstum. Geburt und Tod sind heute die letzten archaischen Ereignisse im Leben eines Menschen. Und so unterschiedlich wir auch alle sein mögen, das ist das, was wir alle gemeinsam haben. Das ist das, was uns bindet, dass wir unwiderruflich auf einen Tod zulaufen und dass das Sterben in uns angelegt ist und dass es das ist, was alle Wege in Geschichten, aber auch in der Wirklichkeit leitet. Und es ist lustig, dass eine Gesellschaft oder der Mensch an sich immer so überrascht ist, dass dieser Tod dann eintritt, weil es ist ja kein Mysterium, es ist ja eine Tatsache, um die wir alle wissen. Vieles verläuft sehr zyklisch und die Katastrophen wiederholen sich natürlich und wahrscheinlich lernen viel zu wenig Menschen in viel zu wenig Zeit und viel zu langsam für die Großen, für das große Ganze, für das große Geschichtsbild. Und trotz alledem bin ich aber ein hoffnungsloser Optimist und ich finde die Welt, wir kennen keine bessere, es gibt keine schönere und ich bin sehr verliebt in sie.